Servus Leute, Casbrick ist back und ich darf euch heute wieder mal ganz gesehen. München, Stadtteil Mosach. Eine Mall, das Olympia-Einkaufszentrum. Gegenüber ein McDonald's, Allerweltsorte für tausende Münchner. Am 22. Juli 2016 beginnt der Schüler David S. hier gezielt auf Menschen zu schießen. Guten Abend. Die Stadt München hatte heute einen schrecklichen Abend. Wir haben hier heute Abend so etwas wie einen Ausnahmezustand. Die Stadt in Panik, das Land unter Schock. Im Chaos werden viele Menschen vermisst. Eltern, Kinder, Brüder, Schwestern. 9 von ihnen kommen nicht mehr nach Hause. In den folgenden Tagen ist die Anteilnahme groß. Die Schlagzeilen gehören aber dem Amokläufer, nicht seinen Opfern. Und dann geht das Leben weiter. In Deutschland, in München, auch am OEZ. Nur nicht bei den vom Amoklauf betroffenen Familien. Etwa 5 Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt, hört der Ausnahmezustand nicht mehr auf. München, Stadtteil Hasenbergl. Hier lebt die Familie Segashi. Vater Smail, Mutter Nazmi, Abnur, der Älteste, und Arberia. Nesthäkchen Armela, 14 Jahre alt, ist beim Amoklauf getötet worden. Seit diesem Tag führen die Segashis ein Leben im Schatten des Verbrechens. Sie haben sich entschlossen, uns davon zu erzählen. Wie geht es den Angehörigen der Opfer? Die ZDF-Reporterin Sarah Tacke hat sich das in den Tagen nach dem Amoklauf oft gefragt. Aber zunächst Antworten auf die drängendsten Fragen gesucht. Wer und warum? Der Täter ist selbst fast noch ein Kind, gerade 18. Im Südosten Münchens, einer bürgerlichen Gegend, hat er gelebt, mit seinen Eltern und seinem Bruder. David S., Deutsch-Iraner, Schüler, Amokläufer. Warum diese Wahnsinnstat? 170 Seiten umfasst der Abschlussbericht der Ermittler. 2000 Befragungen, über 1000 gesichtete Videos. Trotzdem ein Rest Ratlosigkeit. Wir hatten heute Vormittag ein Gespräch mit Angehörigen der Todesopfer und bereits bei diesem Gespräch musste ich darauf hinweisen, dass eine Tat dieses Ausmaßes nie vollständig erklärt werden kann. Die Suche nach Gründen. David S. war psychisch krank. Er war ein Außenseiter. Er wurde von Mitschülern gemobbt, sagt der Oberstaatsanwalt. Er wurde ausgegrenzt, beleidigt, gedemütigt und es kam auch zu körperlichen Misshandlungen. Einen Hass auf Jugendliche, die aussehen wie seine Peiniger, habe er entwickelt. Jugendliche mit Migrationshintergrund. Ihnen habe er es heimzahlen wollen. Er wollte eine Bevölkerungsgruppe treffen, die seinem Feindbild entsprach. Es ergaben sich allerdings keine Hinweise darauf, dass er bei dem Amoklauf die einzelnen konkreten Opfer gezielt ausgewählt hat. Der Tod von Armela Segashi und den anderen 8 Opfern, Ergebnis von blindem Hass und purem Zufall. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Jahr lang soll David S. unbemerkt seine Tat vorbereitet haben. 4000 Euro verdient er mit Praktika und Zeitungsaustragen. Kauft von dem Geld eine Glock 17 und Munition. Am 22. Juli setzt er seine Fantasien in die Tat um. Leben, Familien, in Sekundenbruchteilen zerstört. Der Schmerz der betroffenen Familien, untergegangen im Radau um den Täter. Ihr Schicksal für Abschlussberichte und Analysen nicht relevant. Wie hat Armelas Familie den Amoklauf, den Verlust, erlebt? Wie geht es den Segashis heute? Was hilft ihnen? Ein Nachmittag im März, 237 Tage nach dem Amoklauf, trifft Sarah Tacke zum ersten Mal die Familie Segashi. Auf der Panzerwiese im Münchner Norden.
Mutter Nazmi fehlt an diesem Tag. Sie hat es in München nicht mehr ausgehalten, ist zu ihrer Familie im Kosovo gereist. Die Verzweiflung, sie wird immer wieder übermächtig. Wie war das Leben der Segashis vor dem Amoklauf? Was für ein Mensch war Amela? Was darf man fragen, ohne Wunden aufzureißen? Aber die Segashis sprechen vor der Kamera ganz offen über Amela. Sie soll nicht vergessen werden. Genauso wenig wie das Glück zu Hause. Das Leben vor dem Amoklauf. Das Leben von Geschwistern, die eigentlich unzertrennlich waren. Ja, sie war echt so. Die war, selbst wenn sie nur kurz zur Küche gegangen ist, ist sie einfach aufgestanden, ist mitgegangen. Ein richtiger Familienmensch sei Amela gewesen. Die Kleinste, die den ganzen Laden zusammengehalten hat. Hier zwischen den Hochhäusern sind Abner und seine Schwestern aufgewachsen. Inzwischen ist er 22, spielt Fußball beim FC Pipinsried, studiert Sportmanagement. Seine stille Trauer berührt. Magst du mir von ihr erzählen? Abgesehen davon, dass sie meine Schwester war, war sie so mein Lieblingsmensch. So, es gab niemanden, den ich mehr geliebt habe als sie. Also auch weil sie so jung war, hatte ich so, also meine jüngste Schwester, hatte ich immer so ein Gefühl, ihr Beschützer zu sein. 14 glückliche Jahre habe er mit Amela gehabt, sagt Abner. 14 Jahre, in denen er ihr immer gezeigt habe, was sie ihm bedeutet. Aber ausgerechnet am Tag des Amoklaufs sei er, der Beschützer, nicht bei ihr gewesen. Er habe sie nicht retten können und sie sei allein gestorben. Ich meine, das Gute ist ja, dass ihr im Guten wart. Ist das was dich umtreibt, dieses jemanden nicht noch mal umarmen können? So komischerweise war das so eins der Dinge, die mir sofort nach ihrem Tod klar geworden sind, so dass ich einfach Gott sei Dank nicht sagen muss, ich wünschte, ich hätte noch mal einen Tag, nur um ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Und es ist auch ein Foto von ihr auf der Rückseite? Ja. Ist mittlerweile ein bisschen alt. Ich habe schon ein neues bestellt. Die größte Freude und den größten Schmerz in seinem Leben verbindet Abner mit seiner Schwester. Wie einen Talisman trägt er sie mit sich. Ein Anker in einer Welt, die seit dem 22. Juli Kopf steht. Ich erlebe zum Beispiel oft, wenn ich unterwegs bin, dass so Leute an mir vorbeigehen und hinter mir stehen bleiben. Und ich höre dann, wie die sagen, ja, das ist doch der Bruder von der, die beim Amoklauf gestorben ist. Für mich ist sie so nicht das Mädchen, was... Für mich ist sie nicht das Mädchen, das da gestorben ist, sondern einfach meine Schwester. Als Abner sich wieder etwas gefangen hat, zeigt er Fotos und erzählt vom Leben seiner Familie vor dem Amoklauf. Die Eltern stammen aus dem Städtchen Podujeva im Kosovo, an der Grenze zu Serbien. Smiles Familie hat viele Kinder in einer Gegend mit wenig Arbeit. Er ist modebewusst, lebenslustig und sucht ein besseres Leben. 1981 geht er nach Deutschland. 1988 kommt er nach München. Mutter Nazmi studiert im Kosovo Albanisch, besucht eine Medizinschule. Als Ismail nach Deutschland folgt, wird die Ausbildung nicht anerkannt. Sie beginnt ihr Leben den Kindern zu widmen. Im Dezember 1995 wird Abner geboren. 3 Jahre nach ihm kommt Aberia zur Welt. Im Mai 2002 dann Amela, das Nesthäkchen. Ein Wunschkind. Normal. Ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich mich nur noch um meine Familie kümmere. Und auch wirklich für meine Kinder da bin. Und ihnen helfe, dass sie sich hier integrieren.
Smal Segashi fährt Bus, um für die Familie zu sorgen. Erst Fernstrecke, später Linienverkehr in der Stadt, um mehr Zeit für seine Kinder zu haben. Also ich habe wirklich alles versucht, für die Kinder und für die Familie da zu sein. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles für denen da zu sein. Er kauft eine Eigentumswohnung, 3 Zimmer. Die Enge schmiedet die Familie zusammen. Wie die Armella noch da war, waren wir, ich glaube, der glücklichste Mensch in ganzer Welt. Die Kinder sind höflich, diszipliniert, erfolgreich. Arbnur studiert nach seinem Abitur. Aber Ria ist in Ausbildung, zu zahntechnischen Fachangestellten im Bereich Kieferorthopädie. Armella, der Sonnenschein, besucht die 8. Klasse auf der Realschule, träumt von ihrem eigenen Make-up-Salon und probiert ihr Talent am liebsten an Arberia aus. Die beiden sind beste Freundinnen, teilen alles, sogar ein Bett, 14 Jahre lang. Wir haben über alles geredet, wir haben über alles gelacht, wir haben geweint. Wir waren eigentlich ein cooles Team. Also, ich hab's gemocht. Eine Bilderbuchfamilie. Eine Einwanderer-Erfolgsgeschichte. Und dann endet das Familienglück der Segashis von einem Moment auf den anderen. Freitag, 22. Juli. Ein sonniger Tag. Eine Woche vor Ferienbeginn. Um 16 Uhr verlässt David S. sein Zuhause und fährt mit Fahrrad, Waffe und Munition Richtung Olympia-Einkaufszentrum. Wenig später macht sich auch Armella auf den Weg, mit Freunden den Notenschluss feiern. Mir hat sie gesagt, dass sie zum OZ will. Wir waren hier zu Hause, ich lag hier auf der Couch. Und sie hat sich fertig gemacht und wollte raus mit ihrer Freundin. Also sie hat gesagt, ich gehe mit einer Freundin, mit der Sabine, Eis essen gehen. Da habe ich gesagt, okay, weil heute ist Freitag, wir haben nicht viel zu tun. In einer Stunde, höchstens 2 Stunden, sind wir daheim. Um 17.08 Uhr betritt David S. den McDonald's. 40 Minuten lang streift er laut Polizeibericht durch das Schnellrestaurant. Er ist also bereits vor Ort, als Armella und ihre 5 Freunde in einer Sitzecke im Obergeschoss Platz nehmen. Um 17.50 Uhr hat David S. seine Entscheidung getroffen. Er betritt die Toilette der McDonald's-Filiale. Dort lädt er seine Waffe durch. Eine Augenzeugin berichtet später, ein Kind habe den Täter dabei überrascht. David S. habe die Waffe auf den Jungen gerichtet und Peng gesagt. Dann verlässt er die Toilette, geht zielstrebig auf die Sitzgruppe zu, in der Armella sitzt. Er fragt Armella, ob es ihr schmecke, und eröffnet dann das Feuer. Die Schüsse werden zufällig festgehalten in einem Video. Kurz darauf schießt David S. vor dem Schnellrestaurant auf Passanten. 3 Menschen sterben auf dem Bürgersteig. Dann überquert der Amokläufer die Straße, tötet im Olympia-Einkaufszentrum ein letztes Opfer und flüchtet dann in das angrenzende Parkhaus, wo er sich ein Wortgefecht mit einem Anwohner liefert. Ich bin Deutscher. Du bist ein Wichser, bist du? Ein Wichser, was machst du hier, Scheiß? Ich bin hier geboren worden. Ja, und was machst du hier, Scheiß? Danach taucht der Amokläufer ab. Ein massiver Polizeieinsatz beginnt. Um das OEZ herum, dann in ganz München, bricht Panik aus. Wegen einer Tat, die mit dem Mord an Armella Segashi begonnen hat. Vier Minuten, 57 Schüsse, 9 Tote auf engstem Raum. Dennoch wird es 12 Stunden dauern, bis die Segashis Gewissheit über Armelas Schicksal haben. Warum? Sarah Tacke sucht Antworten bei Münchens Polizeisprecher Markus da Gloria Martins. Wie hat die Münchner Polizei an dem Abend erfahren, dass am OEZ geschossen wird? Und welche Maßnahmen haben Sie dann ergriffen? Wie haben Sie gehandelt?
In dem Moment, wo in dem McDonald's, hat das Ganze ja seinen Anfang genommen, geschossen wurde, quasi von Gästen als auch vom Personal, über die 110 Notrufe bekommen. Wir hatten zum Glück auch relativ schnell eine Streife vor Ort. Das hat 3 Minuten gedauert. Da war die erste Streife, Zeit zwischen ersten Notruf und Eintreffen, erste Streife, 3 Minuten. Und die Kollegen berichten dann schon, dass ihnen quasi die Menschen entgegengerannt gekommen sind. Die Polizei trifft Maßnahmen für eine Großlage, so der Fachbegriff. Bald sind 2300 Beamte im Einsatz. Krankenhäuser bereiten sich auf einen sogenannten Massenanfall von Verletzten vor. Augenzeugen legen nahe, es seien mehrere Täter auf der Flucht. Doch die Lage ist unübersichtlich. Eine unserer Grundprinzipien ist, ich sichere den Bereich erstmal. Das ist bei einem Objekt wie dem Olympia-Einkaufszentrum extrem schwierig, weil es ist hier nicht nur die Oberfläche, es ist das Einkaufszentrum selber, es ist diese gigantische Tiefgarage, die auch mit den anliegenden Objekten komplett verbunden ist. Das Ganze ist zur Herstellung eines Sicherheitszustandes ein absoluter GAU. Was lässt Sie, Herr Bollmann, im Moment? Sondersendungen tragen die Ereignisse von München in die Welt. Mehr wissen können, fürchte ich, als wir. Ich glaube, die Situation ist dadurch bestimmt, dass die ganze Stadt von Angst erfasst ist. Was wir bisher gehört haben, ist, dass es Tote und Verletzte gegeben haben soll. So dass es eine Situation ist, die nach wie vor auch für die Polizei sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Für uns war eigentlich ganz normaler Tag wie immer. Ein Nachbar von uns sagt, habt ihr ja mitgekriegt, was bei OZ passiert ist? Sag ich nein. Dann habe ich Amela geschrieben. Wo bist du? Und die Nachricht ist nicht angekommen. Und ab da wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es gibt kein einziges Mal, dass ich sie angerufen habe, es nicht ans Telefon gegangen ist. Smalce Gashi nimmt Amelas Reisepass und fährt an die Absperrungen vor dem OEZ, um nach seiner Tochter zu suchen. Auch Arnur steigt ins Auto. Er beginnt, die Krankenhäuser Münchens abzuklappern. Im Herzen schlimmste Ahnungen. Ich habe alles Mögliche mir vorgestellt im Kopf. Ich dachte, vielleicht steht er vor ihr und bedroht sie mit der Waffe und sie hat Angst. Im Inneren des Schnellrestaurants bietet sich unterdessen Notärzten und Sanitätern ein Bild des Grauens. Am Tisch nahe des Toiletteneingangs finden sie 5 leblose Jugendliche. Die Ärzte haben selbst Todesangst. Vielleicht verstecken sich die Täter noch in der Nähe. Das macht die Arbeit am Tatort zunächst schwierig. Die Möglichkeit eines Terroranschlags hängt weiter in der Luft. Immer wieder scheint es auch an anderen Orten zu Schießereien zu kommen. Wir haben momentan relativ viele Notrufe, die über eine entsprechende, wie auch immer geartete Bedrohungs- oder Gefährdungslage an anderen Schauplätzen in der Stadt berichten. 4.360 Notrufe registriert die Münchner Polizei in dieser Nacht. Sie wird zu 67 Einsatzorten gerufen. 66 Mal ist es Fehlalarm. Wie erklären Sie sich, dass es an diesem Abend so unfassbar viele Fehlalarme und Fehlinformationen gab? Das Problem ist der Zeigefinger. Der Zeigefinger, der über dem Teilen-Button schwebt. Und die Tatsache, dass die meisten Menschen, die solche Informationen bekommen, sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie mit dem Teilen von Gerüchten oder umgedeuteten Fakten verursachen. Nämlich, dass auch sie eine glaubwürdige Quelle in Augen anderer sind. Aufgescheucht von der stillen Post flüchten überall in München Menschen, verstecken sich bei Fremden, versuchen Verwandte zu erreichen. Inmitten dieser Hysterie harrt Smalce Gashi am OEZ aus. Und ich habe Minute zu der Polizei gefragt, sage ich, gibt es irgendwelche Zeichen, ob sie lebt? Währenddessen fährt Arnor durch die einsetzende Nacht. Bei laufendem Radio, das Handy parat, kreiselt er zwischen Polizeistationen und Krankenhäusern. Ich konnte nichts tun. Ich weiß nicht. Ich wusste, dass ich planlos durch die Gegend laufe. Und ich wusste auch, dass in jedem Krankenhaus schon mein Name war. Und wenn irgendwas ist, würden sie mich anrufen. Aber ich konnte nicht mal im Auto sitzen bleiben, geschweige denn nach Hause kommen und warten. Um 20.30 Uhr stellen Polizisten David S. in einer Wohnanlage ganz in der Nähe des OEZ. Er begeht vor ihren Augen Selbstmord. Die Polizei ermittelt weiter, bis sie sicher ist, dass er der einzige Täter war. Um 1.26 Uhr gibt sie per Twitter Entwarnung. 9 Tote soll es gegeben haben.
Ob Armela unter ihnen ist, darüber bekommen die Segashis aber bis zum frühen Morgen keine Aussage. Wenn Sie zu jemandem gehen und eine Todesnachricht überbringen, muss das zu 100% stimmen. Den Schreck, den Sie jemanden einjagen, wenn Sie fälschlicherweise einen Angehörigen infolge eines Gewaltverbrechens für tot erklären, das ist völlig undarstellbar. Bis zuletzt haben die Segashis die Hoffnung, dass Armela sich irgendwo versteckt, dass sie in der Panik ihr Handy verloren hat, dass sie verletzt, aber lebendig in einem Krankenhaus auftaucht. Um 6 Uhr morgens gibt Smile Segashi am OEZ auf und fährt nach Hause. Er trinkt Kaffee mit seiner Frau. Dann klingelt es. Mache ich die Tür auf, dann kommen rein 6 oder 8 Leute waren dabei, glaube ich. Wann welche von Polizei, wann ist der von dieser Rettung, Dienst oder was. Und Psychologen waren dabei. Kommt ein Polizei rein und sagt, hat sie einen Schlüssel dabei gehabt? Sag ich, ja, sie hat einen Schlüssel dabei. Und zeigt so ein Foto. Sagt, ist das ihr? Sag ich, ja, das so sieht aus, aber ich hoffe, es ist nicht von ihr. Also, ist nicht ihr Schlüssel. Dann kommt zu mir und sagt, mein Beileid ist doch. Am nächsten Morgen wachen die meisten Münchner erleichtert auf. Einer Nacht voller Angst folgt ein normaler, sonniger Samstag. Über den Familien der 9 Opfer dagegen liegt der Schatten des Verbrechens. Die Tage nach dem Amoklauf sind hart für die Segashis. Alles steht Kopf. Die ganze Welt weiß, was in München passiert ist. Ein Sturm der Anteilnahme bricht los. Podujeva, Kosovo, 26. Juli. Armela wird in der Heimat beerdigt. Etwa 15.000 Menschen nehmen Abschied von ihr. 3 Tage lang. Für uns war irgendwas so unfassbar. So viele Menschen, kann das sein, dass für meine Tochter so viele Menschen zum Beispiel in Bewegung sitzen? Die waren dann von Montenegro da, waren von Albanien, Mazedonien. Fremde, ohne zu sehen, ohne zu wissen, ohne zu erkennen. Ganz einfach. Größtmögliche Öffentlichkeit und private Trauer stoßen in diesen Tagen zusammen. Der Gedanke an das enge, einst glückliche Zuhause ist da unerträglich. Ob ich alleine herkomme oder mit meinen Eltern, wieder zurück in die Wohnung komme nach der Beerdigung. Ich wusste, dass uns der Schlag treffen wird. Das wird so der erste Tag sein, wo wir realisieren, dass sie nicht mehr in unseren 4 Wänden ist. Ich habe mir einfach gedacht, dass wenn ich diesen Schock alleine habe und den erstmal überwunden habe, dann weiß ich vielleicht ungefähr, wie sich meine Eltern fühlen, wenn sie kommen. Und dann weiß ich auch, wie mit denen umzugehen ist. Gelähmt vor Trauer schlüpfen die Eltern nach der Beerdigung bei Verwandten unter. Und Abnor reist allein nach München. Aus dem behüteten Sohn wird in den Tagen nach Armelas Tod ein Beschützer. Ich bin in die Wohnung gekommen, ich habe Sachen bemerkt. Also mir sind Dinge aufgefallen in der Wohnung. Ich bin gekommen, ihre Zahnbürste war noch da, ihre Schuhe lagen noch vor der Tür. In ihrem Zimmer lag noch die Wasserflasche, die sie am letzten Abend getrunken hat. Ich habe die Wasserflasche versteckt, ihre Schuhe alle weggenommen. Damit einfach, wenn meine Eltern kommen, dass sie diese Sachen nicht im ersten Augenblick sehen müssen. Irgendwann wusste ich, dass sie sie sehen werden. Aber ich wollte eben nicht, dass der erste Augenblick so einer ist. Der Amokläufer nimmt den Segashis nicht nur die Tochter. Seine Tat vertauscht auch die Rollen von Eltern und Kind. Arbner übernimmt jetzt die Verantwortung. Ich glaube, man merkt erst, wie viel Kraft man hat, wenn so stark sein der einzige Weg ist, den man hat. Ich habe auch nie viel darüber nachgedacht, was ich mache nach ihrem Tod.
Ich habe einfach das gemacht, was mein Gefühl mir in dem Moment gesagt hat. Einige Tage nach dem Amoklauf wendet sich die Aufmerksamkeit auch in München den Opfern und ihren Familien zu. Die Anteilnahme der Spitzen von Freistaat und Stadt hat die Segashis sehr beeindruckt. Mehr noch, Münchens Oberbürgermeister Reiter und der bayerische Ministerpräsident Seehofer versprechen persönlich ihre Hilfe. Die Stadt München versucht, für die Opferfamilien da zu sein. Sie bildet einen Sonderstab, der Hilfsmaßnahmen koordiniert, bietet Beratung und Seelsorge und stellt 500.000 Euro in einem Hilfsfonds bereit. Geld ist jetzt tatsächlich ein Thema. Denn Smail kann als Busfahrer nicht mehr arbeiten. Sieht er Kinder in Amelas Alter, sagt er, müsse er oft weinen. Für die Sicherheit seiner Fahrgäste könne er so nicht garantieren. Er ist deswegen dauerhaft krankgeschrieben. Immerhin lässt der Sozialstaat die Hinterbliebenen eines Anschlags nicht allein. Das Opferentschädigungsgesetz regelt die finanzielle Hilfe. Die Antragspflicht liegt aber bei den Betroffenen und die Bürokratie überfordert viele. Arpnur legt sein Studium auf Eis, um seinen Eltern zu helfen. Viele Sachen jetzt, was kommen, zum Beispiel administrative Sachen, Papiere und. Er hat alles übernommen und weil er sieht ja auch und spürt auch, dass ich nicht im Lager mehr bin. Die kurzfristige Hilfe steht, aber langfristig? Der Arbeiter-Samariter-Bund in München. Der ASB hat ein Kriseninterventionsteam. Die Spezialisten des KIT helfen nach Verbrechen oder Unfällen denen, die körperlich unverletzt, aber seelisch verwundet sind. Das Team von KIT-Chef Peter Zehntner hat rund um den Amoklauf etwa 300 Einsätze gehabt. Seine Mitarbeiter waren dabei, als den Segashis morgens die Botschaft von Amelas Tod überbracht wurde. Als Traumaexperte weiß Zehntner, was man jetzt für die Segashis tun kann. Und die Segashis für sich. Die Familie Segashi trauert, so habe ich sie erlebt. Eltern, Geschwister, jeder auf seine Weise, aber da ist diese große, tiefe Trauer. Was hilft diesen Menschen in so einer Situation, auch Monate nach dem Tod eines engen Familienmitglieds? Es ist sehr unterschiedlich. Menschen verarbeiten sehr unterschiedlich. Aber was wir sagen können, was hilft, sind Beziehungen, sind die Familie, sind Freunde, sind Menschen, die einen stützen. Sich auch an gute Sachen zu erinnern und zu sagen, Mensch, meine Tochter damals, das war eine tolle Zeit. Wir haben tolle Zeiten verbracht. Auch um sich selbst zu stabilisieren. Und was auch hilft, sind Auszeiten. Einfach mal nicht dran zu denken, sich zu gestatten, was anderes zu machen. Sehr bewusst etwas anderes zu setzen, um dann auch mal dem Geist eine Pause zu gönnen. Kann man davon ausgehen, dass Eltern, Geschwister eine sogenannte posttraumatische Störung haben nach so einem traumatischen Verlust? Die posttraumatische Belastungsstörung entsteht, wenn wir Sachen erleben, die wir nicht verarbeiten können, die so groß sind. Und was deshalb ganz wichtig ist, was wir am Anfang schon empfehlen, ist zu sagen, wenn Sie merken, es wird nicht besser, es wird nicht normale Trauer, es wird immer tiefer, Sie haben Symptome wie, Sie vermeiden sehr stark, Sie können nicht mehr arbeiten, Sie haben dauernd Bilder und Geräusche, holen sich bitte Hilfe. Man kann es gut therapieren, wenn man es halt weiß. Den Verlust akzeptieren und das Leben wieder schätzen lernen. Das ist ein wichtiges Ziel, sagt Peter Zehntner. Aber man dürfe nicht erwarten, dass es schnell wieder aufwärts geht. So eine Trauer dauert. Und das dauert mal erst mal ein Jahr. Weil erst mal ein Jahr ist dann Weihnachten ohne sie und Frühling ohne sie und Geburtstag ohne sie. Und wir Menschen brauchen eine Zeit. Und leider gesellschaftlich ist es oft sehr schwierig, weil wir gesellschaftlich sehr schnell sind und denken, es müsste doch wieder besser sein jetzt nach 4 Wochen, nach 6 Wochen. Aber es dauert. Es wird ja so pauschal gesagt, Zeit heilt alle Wunden. Gilt das auch für so einen krassen Verlust? Zeit heilt alle Wunden? Jein. Es wird immer anders sein. Das heißt, normal ist die Frage, was normal ist. Normal wie vorher? Nein, weil der Verlust ist da. Normal wird anders sein. Es wird ein anderes Leben sein. Und das kann gelingen. Manchmal sogar alleine, manchmal mit Unterstützung. Und es ist nicht ehrenrührig, es ist nicht weich oder nicht unfähig, sich dann Hilfe zu holen. Freunde, Familie, Auszeiten für den Kopf, ein neuer Alltag. Die Balance finden, Trauer zulassen, aber auch nach vorne schauen. Klingt banal, hilft aber, sagt Peter Zehntner. Wege zurück in die Normalität.
Es gibt sie, aber sie sind schwer zu gehen. Ein Ankommen am Ziel, derzeit kaum vorstellbar für Aberia, Armelas ältere Schwester. Gibt's denn jemanden oder etwas, was dir hilft? Arbeit ist schon eine ziemlich große Ablenkung, muss ich sagen. Ich bin ja wirklich bis um 5 nicht hier. Und es ist etwas, was mich extrem ablenkt zurzeit eigentlich. Hast du auch eine Therapeutin, jemand, der mit dir richtig spricht und arbeitet? Ich war 2-3 Mal dort und ich war immer so eine Stunde da und ich habe immer gemerkt, so, ich weine jedes Mal, wenn ich da hingehe. Und ich habe halt den Sinn nicht verstanden und dann bin ich einfach nicht hingegangen, weil ich dachte mir so, hey, ich gehe hin, sie stellt mir Fragen und eine Stunde durchgehend weine ich eigentlich. Das ist doch nicht der Sinn, das ist doch nicht die Therapie quasi so. Ich will hingehen, damit ich die Sache vergesse, beziehungsweise einfach weiß, wie ich damit umzugehen habe. Meine Mama will eigentlich, dass ich auch wieder anfange damit. Aber jetzt bin ich auch ab und zu an so einem Punkt, so, wo ich sage, so, ja, Mama hat schon vielleicht irgendwo recht. Dass ich vielleicht doch hingehe, mal schauen, vielleicht tut es mir doch gut. Vielleicht hilft es mir auch doch, keine Ahnung. Eine Therapie braucht Zeit. Frustrierend für jemanden, der möchte, dass der Schmerz schnell aufhört. Auch Freunde helfen derzeit nicht, sagt Aberia. Ihre beste Freundin sei ihre Schwester gewesen. Bei Erbneu ist das anders. Ein Team des Bayerischen Rundfunks filmt am Tag nach dem Amoklauf, wie Erbneus Freunde zu Besuch kommen und ihr Beileid bekunden. Fast 50 sollen es gewesen sein. Sie weinen und schweigen. Aber das scheint in diesem Moment völlig auszureichen. Ein Treffen mit einem der ältesten Freunde, Boro Mastorovic, in der Shisha-Lounge, in der Erbneu jobbt. Während die Kunden langsam eintrudeln, spricht Sarah Tacke mit ihm und Erbneus Chef Salih. Wie seid ihr mit ihm umgegangen? Was habt ihr ihm gegeben? Wie habt ihr ihm geholfen? Ja, also für uns als Freunde, es war nicht leicht. Also wir wussten eigentlich nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wie wir genau damit umgehen sollen, weil so eine Situation ist ja nicht alltäglich. Und es war jetzt so, wir haben versucht, für ihn da zu sein, ihm beizustehen, einfach unsere Hilfe anzubieten, wo wir nur konnten. Das Gespräch mit Boro und Salih, der selbst seinen Bruder bei einem Unfall verloren hat, zeigt, die Freunde haben instinktiv umgesetzt, was Peter Zehentner empfohlen hat. Da sein, an die guten Zeiten erinnern, helfen, nach vorne zu sehen und Ziele zu haben. Die Shisha-Lounge, ein unbelasteter Ort. Erbneu wirkt hier befreit, fast fröhlich. Dass er wieder lachen kann, das hat aber zunächst auch Schuldgefühle verursacht. Diese Frage hat mich schon so ein paar Wochen begleitet, wenn ich ehrlich bin. Aber mittlerweile ist es so, dass immer mehr Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich find's unheimlich stark, wie du trotz dieses Schicksalsschlags lachen kannst, wie du sogar andere zum Lachen bringst, obwohl andere dich zum Lachen bringen sollten. Und irgendwann habe ich angefangen, mich gut dabei zu fühlen, weil ich weiß, dass ich mal trotz dieses Lachens und dieser ganzen Sachen, dass ich meine Schwester nie vergessen werde. Ein letzter Hausbesuch im Hasenbergl. Monate sind seit Armelas Tod vergangen. Die Segashis machen in den Augen von Trauma-Experten vieles richtig. Sie haben Schutz bei ihrer großen Familie gesucht, die Hilfe von Therapeuten angenommen. Aber wenn Nazmi Segashi aus dem Küchenfenster blickt, dann sieht sie nur den Schulweg Armelas und denkt daran, wie ihre Tochter ihr von dort unten fröhlich gewunken hat. Diese innige Familie, die immer Gäste hatte, der Amokläufer hat sie emotional kaputt gemacht. In die Arbeitsunfähigkeit getrieben, ihr Umfeld und ihren Alltag vergiftet. Diese Wohnung hat Smail einst gekauft, um den Kindern einmal etwas zu hinterlassen. Er ist stolz darauf. Stolz, in 36 Jahren in Deutschland keinen Cent Hilfe gebraucht zu haben. Die Wendung, die sein Leben seit dem Amoklauf genommen hat, wünscht er seinem schlimmsten Feind nicht. Hilflos fühlt er sich, verfolgt von Erinnerungen. Das traute Zuhause, er will es verkaufen und umziehen. Hier sind so viele Erinnerungen von der Armela. Und dreht alles um sie hier und wirklich seelisch kann ich nicht mehr ertragen. Es wird alles zu viel für uns. Und deswegen
denke ich mir, wenn wir von die Wohnung rauskommen, ein bisschen seelisch wird mir leichter als jetzt. Allen Hilfsangeboten zum Trotz haben die Segashis in über 10 Monaten ihr drängendstes Problem nicht lösen können. Sie sind nicht umgezogen. Die Wohnungen, die ihnen von der Stadt München angeboten wurden, waren leider zu groß, zu teuer oder zu klein. Manchmal denkt man sich, Mann, wieso muss uns überhaupt geholfen werden? So, weil es eben, das ist nicht eine angenehme Situation, wenn man Hilfe verlangt. Und man muss sich auch dafür überwinden, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt eure Hilfe, helft uns bitte. Die Segashis hängen fest, weil sie nicht in eine beliebige Wohnung fliehen wollen. Weil in München das Angebot an freien Wohnungen äußerst knapp ist. Weil sie derzeit nicht arbeiten können. Weil die Suche nach einer Wohnung sie schlicht überfordert. Denn mit der Zukunft haben Amelas Eltern seit dem Amoklauf ihre Mühe. Und gibt es Ihnen irgendwas, was Ihnen Hoffnung gibt, dass Sie besser zurechtkommen werden? Also gibt es was in der Zukunft? Ich sag's öfters, was uns auf das Leben jetzt hält, besonders wirklich mich, sind nur die 2 Kinder jetzt, Adler und Arblia. Aber sonst, was soll er mich auf der Welt halten? Aber ich merke, Sie kämpfen richtig, ne? Ja. Es ist, also bei Ihnen wird's noch gar nicht besser, oder? Also es ja, bis jetzt, nein, kann nichts. Fehlt mir. Man sagt, der Schmerz über ein Kind, das man verloren hat, hört nie wirklich auf. Für Amelas Eltern ist eine Rückkehr zur Arbeit, eine neue Normalität, derzeit unvorstellbar. Sie haben die Hoffnung, sagen Smail und Nazmi zum Abschied, dass zumindest Arbner und Aberia eines Tages abschütteln können, was passiert ist. Eigene Familien gründen, neues Glück finden. Was hilft auf dem Weg zurück ins Leben? Immer mittwochs und freitags packt Arbner seine Sachen und fährt 50 Kilometer zum FC Pippinsried, einem Fußballclub vor den Toren Münchens. Hier hat er Ablenkung, Alltag, eine Aufgabe. Hier ist er der Segashi. Linksfuß, Verteidiger, 31 Einsätze in der Bayernliga Süd, 3 Tore, 7 gelbe Karten, keine rote. In erster Linie ist es für mich was mir Spaß im Leben bringt, schon immer gebracht hat. Und die einzige Sache, die mir nach dem Tod meiner Schwester immer noch denselben Spaß bringt wie vorher. Ich bin einfach, wenn ich da bin, denke ich an nichts anderes. Ich bin vollkommen fokussiert auf den Fußball und will erfolgreich sein. Die Auszeit vom Leid, die Eltern vergebens suchen, Arbner findet sie auf dem Platz. Es gibt Leidenschaften, die der Amokläufer nicht zerstören konnte. 11 Freunde müsst ihr sein, heißt das alte Fußballklischee. Als Amela starb, war Arbner neu in der Mannschaft. Der Verein, die Mitspieler, sie haben ihn aufgefangen. Vor allem von seinem Trainer schwärmt Arbner. Ich war der Trainer oder bin der Trainer vom Segashi. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Vater, der beste Freund oder sonst irgendwas von ihm. Ich wollte als Trainer für ihn da sein. Und da hatten wir auch ständig Kontakt, weil ich einfach gesehen habe für Segashi, dass es einfach enorm wichtig ist, dass er auf dem Platz ist, dass er eine Ablenkung hat, vielleicht nur für 90 Minuten oder für 2 Stunden, wo er bei uns im Kreis ist. Eine Sache, wo man merkt, dass Fußball, selbst wenn man es als Beruf macht, einfach zur Nebensache wird. Egal, was man macht, dass bei so einem Fall alles zur Nebensache wird und die Menschlichkeit einfach in den Vordergrund gerät. Und das hat er anhand seiner Taten auch gezeigt. Und deswegen respektiere ich ihn nicht nur als Trainer, sondern auch als Menschen unheimlich. Also es war die ganze Mannschaft, die für ihn da war. Es war wirklich jeder Einzelne, auch haben sich dann Freundschaften zu ihm gebildet, haben auch bei ihm übernachtet, Spieler teilweise. Und das hat auch einfach, das hat mich berührt, ja, also wie sie dann für ihn da waren. Und ich glaube, auch das hat ihm enorm geholfen. Zum Sport gehört das über sich hinauswachsen. Hier, auf dem Platz, hat die Tragödie um Amelas Tod tatsächlich auch Gutes zum Vorschein gebracht. Hast du irgendeine Form von Veränderung bei ihm festgestellt, seit dem Amoklauf, seit der Tat? Ich glaube, eine Veränderung, die ich festgestellt habe, ist, er ist erwachsener geworden. Er ist reifer geworden, auch in seiner Spielweise.
nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, also sportlich und auch privat, hat er sich auf jeden Fall in der Art geändert, dass er einfach Erwachsener geworden ist. Am Tag des Amoklaufs war der FC Pipinsried Letzter in der Bayernliga Süd. Die Ereignisse haben die Mannschaft zusammengeschweißt. Am Ende der Saison schafft sie ein kleines Fußballwunder, den Aufstieg in die Regionalliga. Zehn Monate nach dem Amoklauf von München sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Sicherheitskonzepte inzwischen überarbeitet. Und die Gegend rund um das Olympia-Einkaufszentrum ist für viele wieder ein Allerweltsort. Für die Familie Segashi wird dies immer ein Schicksalsort bleiben. Hier hinzugehen ist für sie wie ein Gang in die Kirche oder auf den Friedhof. Es fällt mir sehr schwer. Obwohl es eigentlich kein schöner Ort ist, geht man eigentlich dahin, um zu trauern. Wenn ich nicht am Grabstein sein kann, dann wenigstens hier. Abnur kommt meistens in der Nacht hierher, um allein zu sein, um mit Amela zu reden. Ist das von euch? Hast du das hier hingebracht? Das Bild, ja. Das war auch das Bild, mit dem ich sie auf Facebook gesucht habe. Wie wichtig ist dir dieser Ort? Das ist so der einzige Ort, wo ich eigentlich allein sein kann. Da komme ich so ein bisschen zur Ruhe. Ich komme auch nach der Arbeit oder nach dem Training her, wenn ich nichts mehr zu tun habe, wenn ich weiß, ich gehe danach nach Hause. So, dann komme ich hierher so als Abschluss. Ich weiß nicht. Eigentlich hasse ich diesen Ort. Aber es ist so der letzte Ort, an dem sie war. Hass. Man könnte verstehen, wenn die Segashis den Täter David S. hassen. Tatsächlich äußern sie aber Mitleid für seine Eltern, die Deutschland verlassen haben, angeblich im Zeugenschutzprogramm sind. Der Täter selbst soll in ihrem Leben keinerlei Platz bekommen. Da sind sich alle Segashis einig. Mit dem Täter habe ich mich nicht mal zwei Sekunden nicht beschäftigt mit ihm. Ich denke auch nie an den oder an sein Bild, wo ich gesehen habe und in die Zeitungen und so. Ich habe einfach weggeschmissen. Zum ersten Jahrestag wird hier, wo David S. auf Unschuldige schoss, ein Kunstwerk enthüllt. Das öffentliche Andenken, es bedeutet den Angehörigen viel. Arbnur, der schon so viel Stärke bewiesen hat, wird hoffentlich eines Tages die Kraft finden, seine Schwester im Herzen in ein neues Leben mitzunehmen. Aber glaubst du, dass für dich wieder ein gutes Leben sein kann? Ich habe tolle Eltern, ich habe noch eine Schwester und ich habe auch sehr, sehr gute Freunde. So. Man lernt irgendwann vielleicht damit zu leben und das halt einfach als so ein Kapitel in seinem Leben für immer mit sich zu tragen. Können sich die Segashis vom Schatten des Verbrechens befreien? Wird auf diesen Münchner Straßen wieder ein Bus fahren mit Smail Segashi am Steuer? Man möchte es ihnen wünschen. Einige Tage später. Ein neues Wohnungsangebot ist eingetroffen. Ein Besichtigungstermin steht an. Ein Hoffnungsschimmer für eine Veränderung zum Besseren. Die Segashis machen sich schick. Vielleicht sind diese Schritte heute ja die ersten Schritte in ein neues Leben. Schritte, die auch andere von Verbrechen, von Traumata betroffene Menschen gehen müssen. Denen oft nicht klar ist, dass sie selbst Opfer sind und Hilfe brauchen und bekommen können. Vielleicht regt die Geschichte der Familie Segashi sie an, sich diese Hilfe auch für sich selbst zu suchen.